Daheim bedeutet für mich wirklich runterfahren. Gerade hier verbringe ich die meiste Zeit daheim eigentlich. Mal mit einem Glas Wein, Fernsehen schauen, zusammen mit einer Freundin hier oben genießen. Und ja, das ist wirklich heim. Und Solothurn ist für mich auch daheim vor allem. Ich bin hier mit meiner Freundin Claudia und seit etwas mehr als 2 Jahren sind wir jetzt hier zusammen. Vorher war ich in einer WG. Sie hat daheim gewohnt und das ist so die erste gemeinsame Wohnung. Und bis jetzt wohnen wir immer noch zusammen, hat alles funktioniert. Die Lieblingsecke in dieser Wohnung ist sicher hier. Mir gefällt es vor allem auch mit diesen Balken hier. Es hat so Charme, gerade auch im Winter, wenn man hier noch so ein bisschen über ein Kerzchen hat. Das ist wirklich mega schön. Darum bin ich hier. Auf dem Sofa, wo ein bisschen klein ist vielleicht, aber es ist sehr bequem. Wir hatten einen Schandfleck, so ein bisschen, und zwar war das so ein verlorener Raum vorne bei der Wohnung, gerade vor der Küche. Das ist ein riesen Platz und wenn ich genau gewusst, was machen, wir haben den Tisch anstellen, haben wir aber eigentlich auch nicht gebraucht. Jetzt habe ich mein Schlagzeug dort gestellt, dass wir es jetzt passen. Jetzt ist es nicht mehr so ein Schandfleck, aber sonst ist es so ein bisschen, ja. Unser grösster Bauch von dieser Wohnung ist das Sofa. Und ich dachte, wow, das ist doch so ein schönes Sofa. Aber ich kann vielleicht schnell, wenn man das sieht, so anliegen. Und meine Beine kommen drüber raus. Und wenn du so drüber liegst, hat genau eine Person Platz, aber nicht das zweite. Und zwischendurch kann mal jemand runter, weil wir zusammen nicht Platz haben. Und das war mal eine Diskussion, wenn wir nicht ein grosses Sofa. Irgendjemand, ich sage nicht wer, hat gefunden, nein, ein kleineres ist doch gut. Das sieht jetzt gut. In diese Richtung kommen wir uns beide. So ein bisschen ist immer Diskussion. Wir entscheiden beide, entscheiden, was wir kaufen. Was aber erstaunt und wo viele erstaunt sind, vor allem, wenn sie reinkommen, wenn sie sagen, ah, da sieht man, das hat auch eine Claudia eingerichtet, weil es so schön dekoriert ist. So. Aber da habe ich auch meine Finger im Spiel. Beim Tisch habe ich jetzt so ein bisschen mehr gesagt, oh, der würde mir jetzt gefallen. Beim Bett hat es wieder sie gesagt, das ist jetzt eher das, was sie will. Und wir haben uns da nachher schlussendlich immer irgendwo gefunden. Meine Aufgabe im Haushalt, keine Aufgabe. Nein, bei uns ist es wirklich so, dass wir die Aufgaben schön verteilen im Haushalt. Ich tue sehr gerne Staubsaugern. Ich muss aber, es ist, zwischendurch, ich will auch gerne Bad putzen. Wenn ich wirklich so drinnen bin, Podcast-Editoren, und dann ist es nicht nur das Müssen, dann mache ich es wirklich noch gerne noch mit dabei. Ah, ja. Unsere letzten Gäste waren meine Eltern. Dann haben wir noch ein Geburtstagsfest feiern und dann haben wir schön angestoßen mit einem Apero. Kochen ist jetzt beide nicht so die Stärke, darum haben wir nicht so viele Gäste, die zu uns nachts eingeladen sind. Aber wir machen sehr gerne Apero und das dafür ausführlich mit schönen Blättchen, das können wir.